gestehen, Bisse infizieren nicht oder täuschen, da steht nur wirrer Kram. Ja, also eigentlich, ich würde es jetzt gerne gestehen, einfach weil Emily erschossen wurde und im Grunde genommen ist Ashley ja auch schuld daran, weil sie gerade eben voll in Panik geraten hat, da hätte sie Chris und Emily auf dem Gewissen. Na, eigentlich nicht direkt, weil erschossen wurde sie von Mike, aber trotzdem, die hat ja alle Kirre gemacht gerade. Ja, die Emily wird es ja eh nicht mehr hören, da können wir ruhig gestehen, komm. Hier steht, dass der Biss, wenn er dich beißt, bist du nicht infiziert. Es passiert überhaupt nichts. Lass mich das sehen. Da fehlte gerade ein was, ein synchronisiertes. Oh, shit. Scheiße. Shit, shit, shit. Wir müssen zu Mike. Sofort. Wieso kriege ich dafür zwei Trophäen? Hey, ich wollte mir Emily noch angucken. Lauf nicht weg. Ich wollte mir Emily noch angucken. Ich wollte mal ein Close-Up machen. Von E-Mail. Oh Mann. Oh, Joshua. Du hättest auf mich hören sollen. Aufgrund deiner Entscheidung sind Menschen gestorben. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, aktiv Dinge zu veranlassen, durch die eine Person stirbt. Oder passiv zuzulassen, dass eine Tragödie abläuft. Und dabei rührt man nicht einen gottverdammten Finger, um jemandem zu helfen. Weißt du noch letztes Jahr? Hm? Du hast deine Schwestern sterben lassen. Du hast nichts unternommen. Betäubt von deiner eigenen selbstsüchtigen Furcht. Während die echte Gefahr immer näher kam. Es geht nur um dich, Josh. Immer geht alles um dich. Dein Spiel, das ging fürchterlich schief. Und deine Freunde wie deine Schwestern haben dich verlassen. Du bist allein. Kannst du fühlen, wie kalt deine Einsamkeit geworden ist? Hä? Hä? Warum hast du sie verletzt? Joshua, warum hast du sie verletzt? Sie haben dir nichts getan, Joshua. Nicht absichtlich. Es war nur ein dummer Fehler und eine furchtbare Tragödie für deine Schwestern. Sie hatten nicht geplant, dass das passiert. Es war Zufall. Und es hat ihnen leid getan, bis du sie gequält hast mit deiner Nacht der grausamen Folter. Nur ein Spiel? Ich hoffe sehr für dich, Joshua, dass du Erlösung findest. Bald schon. Was bisher geschah bei Until Dawn? Mike, Ash, Gott sei Dank. Wo wart ihr so lange? Sieht nicht gut aus da oben. Chris! Fuck! Was zum Teufel? Oh, Ash, es tut mir so leid. Okay. Setz dich doch am besten hin. Ich bin okay, Sam. Okay. Was ist mit diesem alten Kerl? Keine Spur von ihm. Halt! Nicht liegen. Oh Gott, was ist das? Ja! Oh Gott! Wonach suchst du denn? Nach einem Weg hier raus. Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh, er muss ihn haben. Was ist das alles? Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Was ist das? Das ist der Schutzraum, M. Alter! Oh nein, Scheiße, Mike! Oh shit, was habe ich da getan? Ich hole den Schlüssel von Josh. Und dann. Dann komme ich wieder hierher. Ach schön. Nummer 9. Karma. 2 Stunden bis zum Morgen. Ach, wie schön. Schön zumachen. Ach ja, was machen wir denn mit Mikey Boy? Der wird hier ganz immense Probleme kriegen, aber der muss den Schlüssel. Ja, der muss ja den Schlüssel holen. Und der Wolf mag ihn ja auch nicht sonderlich. Das, in dieser Runde haben unsere Charaktere nicht so viel Glück. So.
Also Treppensteigen ist immer bedächtig langsam. Wir können sehr schnell laufen. Bis Treppen kommen, dann ist es immer genauso schnell wie sonst. Ich weiß noch nicht, warum die immer so langsam die Treppen hochgehen. Ach ja, wir müssen da hinten lang. Dann einmal durch die Lobby, wo Wölfchen nicht mehr da ist. Heilige Scheiße. Da sagst du was. Wo sind die Wölfe hin? Ah, hat er das letzte Mal auch gesagt? Habe ich gar nicht gehört. So, da kommen wir jetzt auch gar nicht durch, ne? Wo muss man denn hier lang? Hier oben haben wir noch irgendwas gefunden, irgendeinen Hinweis, aber ich glaube, da oben musste man nicht lang. Ach, doch, 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 wir müssen ja, doch, wir müssen da oben, glaube ich, lang. Wenn ich recht entsinne, muss man da was holen, damit wir die eine Tür aufkriegen. Oder? Vielleicht täusche ich mich auch gerade. Ja, ja, wir müssen da hinten runterspringen, genau. So. Gut, was war das denn? Ach, genau hier. Ein Fackelchen und Munition und eine Shotgun. Sonst kommen wir nicht weiter. Fehlen nur noch Mistgabel und Pöbel. Ja, der Pöbel ist ja da. Nimm doch erstmal die Knarre, bevor du die Fackel anmachst, du Eumel. Außerdem hätte ich mir beide Taschen gefüllt, wenn ich ehrlich bin. Muss reichen. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Mike hier, kann Mike hier überhaupt versagen und wie kriegen sie dann den Schlüssel? Brauchen die überhaupt den Schlüssel? Ich glaube, die brauchen den Schlüssel ja eigentlich gar nicht. Huch. Ich will durch die andere Tür. Also im Grunde genommen, was so passiert. So, dann gehen wir mal. Ja, genau zu der Tür will ich hin. So. Sehr leise und dezent. Ich hatte ein bisschen Angst, dass wir den erschießen müssen. Aber der Wolf hilft uns doch jetzt nicht. Das wäre merkwürdig. Danger, keep out. Hört sich schon mal gut an. Wenn der Wolf uns jetzt helfen würde, das wäre schon sehr merkwürdig. Der hasst uns ja auch ein bisschen. Wer weiß, hätte man ihm vielleicht doch noch einen Knochen gegeben, hätte er uns vielleicht doch noch gemocht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war es gleich mit Mikey Boy. Okay, versuchen wir es. Super. Ich frage mich, wo er die Knarre so schnell abgelegt hat. So, da sind wir drin. Mikey Boy, oh Mikey Boy, Mikey Boy, oh Mikey Boy. Auf dem Weg zur Schlachtbank, la 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 la. Ja, der andere Wolf ist einfach weg, der zeigt uns gar nichts mehr. Gleich geht's los.
Hier müssen wir ja ausweichen im Gang. Ich glaube, das lasse ich mal. Mal gucken, was passiert. Vielleicht stirbt Mike ja direkt da. Bin mir gar nicht so sicher, ob das geht oder ob der da nur eine gefetzt kriegt, weil die können ihn da nicht beißen. Oder essen. So. Wing. Auf geht's durch den Wing. Bin trotzdem nervös. Unglaublich. Und ich will trotzdem ausweichen. Ich will trotzdem den Schlägen ausweichen gleich, aber ich werde es einfach mal nicht tun. Ich werde mich echt zwingen, das nicht zu tun. Man hat diesen Drang zu überleben oder durchzuhalten. Oder besoffen in der Gegend rumzutorkeln, weil die Kamera dauernd wechselt. Da kommen wir eh nicht weiter. Nein, das ist ja nur die Ratte. Eine scheiß Ratte? Aber den baller ich nochmal weg. Hä? Wie ist das Scheißvieh? Der steht noch eine Stunde davor rum. So. Los, verpiss dich! Hat schon wieder nicht geklappt. Verdammt. Hab gerade gar nicht dran gedacht. Okay, zack. So. Hab schon wieder nicht dran gedacht. Verdammt, das wäre die Gelegenheit, das andere zu zeigen. Was war das? Hier auch noch nicht. Gibt viele Möglichkeiten zu sterben hier. Aber ich will unbedingt diesen Gang. Da kann man noch sterben. Ach du Scheiße. Verdammt. Okay. Komm schon, du Arschgesicht. Wo steckst du? So, keine Quicktime-Events. Was? Und hier der Feuerwehrmann, hier der Flammenwerfermann, alle weggesperrt. So, keine Quicktime-Events. Los, los! Einer nach dem anderen. An mir ist genug für alle dran! Los! No. Passiert im Grunde genommen gar nichts. Fast enttäuschend. Ich wollte auch Mike jetzt und so. Nö. Voll interessant. Man kommt hier echt gut durch. Zu doof. Oh.
Nein! Gott verdammt, nein! Mist! Nein! Der arme Wolf! Nein! Ich dachte, man sieht mehr. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Da waren es nur noch zwei. Aber das mit dem Wolf, das war ja furchtbar. Da wollte er uns doch noch helfen. Okay, die wartet auch gar nicht mehr auf uns, die geht schnurstracks weg. Die sagen auch nicht, wir müssen in der Gruppe bleiben oder sonst irgendwas. Nichts mehr. Zwei to go. Bei Sam hat man noch gar keine Gelegenheit, die umzubringen, ne? Bei Ash eigentlich auch noch nicht. Coole Kameraoptik hier oben drüber. Oder hier unten drunter. So, ganz energisch schritten die beiden letzten Überlebenden. Verschlossen, Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. Warum hat die ja so eine Radlerhose an? Das verstehe ich nicht. Hey, was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt's wohl nicht. So. Aber wie cool, dass die Szene hier, die müsste ja quasi immer ohne die stattfinden, die schon tot sind. Das ist schon cool gemacht. Okay. Gott. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Und wer geht zuerst? Ist egal. Die Frau mit der Winterkleidung. Gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Das ist eine schnippische Antwort. Irgendwie ist die Ashley doch komisch manchmal. Wenn man mal so darauf achtet. So, runter mit dir. Ich glaube, sie müsste auch die Nächste sein, ne? Weil wir ja inzwischen wissen... Ja. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Jetzt warte doch mal auf die. Was ist denn? Voller gute Teamplayer auf jeden Fall, hier, Sam. Das ist echt so ein Solo-Ding, ne? Die macht immer so ein Solo-Ding draus aus allem. Wollte auch alleine baden gehen, lalala. Verstehe ich gar nicht. Gerade baden muss man noch im Team. So, okay, wir sind jetzt alleine. Mal wieder. Hier waren wir letztes Mal auch alleine. Und jetzt haben wir ja gleich diesen Wendigo, der Jess nachstellt. Oder Sam? Ich weiß gar nicht. Von Jess wissen wir nur, dass sie tot ist. Mal gucken, wer da jetzt imitiert wird. Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Yes. Bist du das? Ja gut, jetzt ist natürlich klar, dass dies nicht ist, aber weißt du, ja, bestimmt ist sie das. Wir untersuchen das mal. Das ist völlig verrückt. Jessica. Oh! Jessica, bist du das? Die Schreie alleine schon. Bin ich gespannt. Hallo? Was ist? Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Wird hier gerade gevögelt? Nein. Ja, gut. Ich guck trotzdem mal ganz kurz, weil wir hier noch nicht waren, guck ich mal ganz kurz rum. Nein, ich öffne die Falltür. Bevor ich da jetzt wieder auf Dingens treffe. Wahrscheinlich hätten wir das jetzt umgehen können, indem wir da jetzt trotzdem weitergehen. Ne,
Nee, Jessica kann das ja nicht sein. Die hat ja ihren Kiefer verloren. Das wird die mit Sicherheit nicht sein. Und wenn, dann könnte ich jetzt nicht mehr so ästhetisch reden. Oh oh. Jetzt hat es auch aufgehört zu bummern, komischerweise. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja! Nicht? Ich dachte. Das Totem war Ashley. Mit Mike? Das ist die Frage. Was ist mit Mike? Den haben wir nicht sterben gesehen. Ich glaube fast, der lebt sogar noch. Ich glaube fast, der lebt noch. Einfach, weil wir keine Sterbeanimation hatten. Die anderen haben alle eine sehr ausführliche Sterbeanimation. Mike hatte eigentlich gar keine. Josh. Da ist gerade noch was aufgeblitzt. Was war denn das? Wow, toll. Kinderspiel. Klettern oder springen? Ah, hier können wir können ja easy klettern hier. Wir müssen ja nicht springen. Wir müssen uns halt nicht beeilen. Mist, meine Augen sind gerade trocken. Ich muss blinzeln. Da sehe ich die Sachen gar nicht. Na los. Drumherum klettern, komm! Ah, jetzt springen wir mal. Ach, ich muss da hochkommen. Du bist doch schon oben. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Und du hast Ashley zurückgelassen und es juckt dich ein Scheiß, wie es aussieht. So, da können wir jetzt lang, oder? Letztes Mal sind wir gleich da runter. Was ist das da? Huh. Alles klar. Wie, alles klar? Hä? Wie, was heißt denn alles klar? Da ist nichts, da ist eine Tonne. Und hier oben? So ein Zufall. Letztes Mal sind wir quasi direkt nach unten gegangen. Jetzt gehen wir den anderen Weg. Und es gibt auch keinen zurück, offenbar. Ich weiß eigentlich nicht, wo wir hier hin müssen. Das Zeichen nicht ganz. Ist das ein Wendigo-Zeichen? Da oben aber noch so ein Indianer-Ding. Sind wir hier in der Höhle von dem Typen? Nee, der hat auch seine Höhle nicht hier. Da liegt noch ein Totem, das hat man noch nicht gesehen. Das sieht aus wie ein schwarzes, oder? Ja. Todestotem. Sam kann also auch noch mit Wendigo erwischt werden. Das heißt, dann wäre quasi nur noch Mike da, wenn er noch lebt. Aber ich glaube, der lebt. Das wäre sonst komisch, dass wir von ihm keine... Ne, das war doch eigentlich... So gesehen war es eigentlich enttäuschend. Verglichen mit den ganz anderen Toten, meine ich. Popana. Ist ganz anders als letztes Mal.
hätten die gerade gegrinst. Können wir damit jetzt hier durch vielleicht? Sind wir wieder zurück hier, wo wir warten? Ne, das ist was anderes. Wo sind wir denn bloß? Interessant. Okay. Wo lang? Sie wird doch jetzt wohl nicht überleben. Das wäre mir nicht so recht. Da würde ich mich echt ärgern. Ich habe mich sau angestrengt, dass sie alle krepieren. Ich nehme an, hier kommen wir nicht durch. Hallo? Wie schräg. Wir sind letztes Mal ja nach unten ins Wasser mit ihr, ne? Daran erinnere ich mich noch. Und da ist das irgendwie ganz anders gelaufen als... Also ganz anders gelaufen als hier. Ist das ein Fleischerhaken da hinten? Okay. Ich dachte gerade, wir sollen da nach hinten gucken. Was ist das hier für ein Verschlag? Wir waren ja auch, hier waren wir doch auch noch nicht. Wir können da, in den Verschlag können wir auch nicht rein. Wir können nur hier weiter. Sau interessant. Außerdem muss sie sich doch beide Schenkel abfrieren. Wow, was ist denn das für ein Haus? Hier waren wir noch nie. Na toll. Okay, beeil dich mal ein bisschen. Dann gehen wir hier nochmal rum und nehmen die andere Abzweigung. Das hat ja nicht so gut geklappt gerade. Das ist toll. Muss man ja erstmal wissen. Na, jetzt geh doch mal. Jetzt latsch doch da nicht. Hallo, ich komme da gar nicht mehr. So, jetzt hier aber. Mit dem Schnellgehen kann man sich öfter mal verhaspeln bei der Steuerung, weil die Kamera öfter mal umschlägt. Und dann latscht man irgendwo rein, wo man gar nicht rein will. Oder latscht plötzlich wieder zurück oder pipapo. So, hier ist der Verschlag. Und hier gehen wir mal ein bisschen hier entlang. Merkwürdig. Warte mal, geht's da auch noch hoch? Nein. Sah gerade aus wie so ein kleiner Pfad durch den Wald hoch. Na gut, zum Glück haben wir aber den Schlegel. Achso, brauchen wir gar nicht. Ganz merkwürdig. Sind jetzt aber auch sehr aktiv geworden. Ja, gute Idee, klar. Hat das Viech gerade da drin gesehen? Erstmal reingehen, natürlich. Ja, zum Glück haben wir das Tote mehr gesehen. Nein! Komm schon, los jetzt! Ach, krass! Das ist ja ganz anders als letztes Mal.
look at your eyes. They're exactly the same as last time. Your arms, they're wrapped around me so tight. Are you listening? Are you listening? Look at the light, how it's dropping off the moon tonight. You always had a way to throw the light. And you gonna stay with me all my life. You gonna stay with me all my life. Are you listening? Are you listening? Are you listening?